Oh, da denkst du, hab heute endlich Chris getroffen und seine neue Wohnung gesehen. War okay, aber mich interessiert mehr, was er auf dem Platz bieten kann. Rooks. Hashem Tabit folgt dir jetzt. Shane Edwards folgt dir jetzt. Jeremy Lamb folgt dir jetzt. Yo, Chris, ihr lasst euch von Durant so abzocken. 22 Punkte, Mann. Kommt schon, strengt euch an. Ich bin mir sicher, dass Chris am Ende noch irgendein Ass aus dem Ärmel zieht und das Spiel dreht dich. Ist wohl ein Kompliment für seine früheren Leistungen. Tja, das war unerwartet. Chris, ich dachte, nach dem Sieg heute würdet ihr eine Serie starten. Und dann das. Chris, nachdem es mir nach der Niederlage schon dreckig geht, will ich nicht wissen, wie es dir geht. Echt bitter. Versuch ständig, die Sponsoren zu verschaffen, weil sie mir... Okay. Was wollen die denn eigentlich alle? Alles klar. Oh, gucken wir mal rein. Soweit alles wie zuvor auch. NBA-Animation. Achso. Ja, okay. Ja, dann gucken wir mal auf Tabellen und so. Gucken wir mal auf die Divisionstabelle. Ah, die Hawks sind immer noch vor uns. Okay, die haben... Ja, okay, das versteht man. Wir sind immer noch nicht in den Playoffs. Oder doch? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir sind Neunter immer noch. Wir müssen an den Brooklyn Nets vorbei. Die 27. Und gegen die spielen wir auch noch. Also das ist alles möglich. Und deswegen denke ich da... Deswegen würde ich sagen, wir tun uns nochmal ein paar Boosts reinschöffeln. Ich sag, würde mal sagen, in den Inside-Scorer. In mir, den Inside-Scorer in mir, genau. Wenn uns mal ein... Oder, warte. Ja, was gibt's denn so? 800 kostet es für 5 Spiele. Dann würde ich sagen, holen wir uns den für 200 einfach mal. So, für ein Spiel, den Inside-Scorer. Und würde sagen... Wir spielen gegen Dallas. Ja, ich hab ja Zeit, kann ja ein paar Spiele machen. Dann warten wir mal kurz. Wir spielen gegen Dallas, gegen Dirk Nowitzki, der jetzt in der All-Time Scoring List auf Platz 9 vorgerückt ist vor kurzem. Hat jetzt wie viel? Punkte hat er. Boah. Ich will nicht wissen. Ich weiß es gar nicht, wie viele Punkte er genau hat. Ich guck mal kurz nach auf meinem Handy. Nein. It's the Mavericks in Dallas, Texas for a little interconference action here at the American Airlines Center. I'd like to welcome you to the NBA on 2K Sports. This is Kevin Harlan joining me, Clark Kellogg, Steve Kerr in courtside. Also 26.953 hat Dirk Nowitzki bisher erzielt. Und da ist er auch schon am Ball. Und er spielt ja noch ein paar Jährchen in der NBA. Oh, und direkt erstmal Wurffall von Al Jefferson läuft. Das heißt, ich werde jetzt mal vorspulen, bis ich eingewechselt werde. Es steht bisher, wir führen mit 2 Punkten. 10 zu 8 steht es momentan. Kemba Walker mit momentaner Ball. Geh auf Stevenson. Stevenson kann auch mal einen Dreier löten. Auf geht Kid Gilchrist. Und der auf Kemba Walker und der kann auch mal einen Dreier löten eigentlich. Ja, zieh vorbei und mach jetzt. Sehr schön. Yes. 12 zu 8. Sehr gut. Stevenson, wow, ist hyped.
Ja, ich bin auch schon hyped hier. Erstmal klatschen, Leute. Dann, und plötzlich sitze ich wieder. Und jetzt komme ich rein als Point Guard. He's been a standout for them the past few weeks. Gegen Raymond Felton. Natürlich ein krasser Typ. Und hier kommen die Dallas Mavericks, die mich nicht haben wollten. Das habe ich ja rausgeschnitten aus der Folge. Lass es sie strafen. Lass es sie büßen. Oder auch nicht. Oder doch. Und ist man ein Dreier reingelötet. What? Perfekter Release. Also das Loslassen, perfekt. Okay, Dirk holt sich den Rebound. Second Bucket erst, also das zweite Korb, wer sich hier nicht gerade nicht auskennt. Ja, ist sehr schön, ich krieg Punkte dafür, dass ich seinen Mitspieler gepasst habe, der dann gefoult wird von Tyson Chandler hier. Krasser Spieler Tyson Chandler, finde ich. Auch wenn er jetzt in den letzten Jahren oder jetzt letztes Jahr ziemlich verletzt war und auch davor eigentlich auch. Oder? Ja, das stimmt schon. Und ja, aber er ist auf jeden Fall immer noch ein krasser Spieler. Chandler Parsons jetzt auf der Power-Forward-Position. Kann er ja auch spielen. Find den, also, so sagt man zumindest, dass er das auch spielen kann. Shot is no good. Jefferson with some nice D. Let's send it out to Doris Burke, who caught up with head coach Rick Carlisle. Doris? Yes, Kevin. He told me that when you're playing against a team that can finish inside as efficiently as this team does, they don't want to allow any looks. Nein, ich wollte doch nicht zu dem spielen. Warum wollte ich wollte nicht? Ich wollte zu Al Jefferson spielen. Meine Güte. Parsons outside. Jetzt muss ich auch noch gegen Al-Farouq Aminu. Here is Barea. Henderson defending. Barea, the pass to Al-Farouq Aminu. Kommt aus Nigeria. Letztes Jahr bei den New Orleans Hornets gespielt. Oh, muss ich mal. Und zwei Punkte von Devin Harris. Looking at the last game for Charlotte, it was a loss to Oklahoma City. I didn't like the defensive game plan they had going into that one. It just seemed out of whack, the matchups were wrong, and they didn't bring the energy necessary either. You know, it was befuddling to me. Oh, passt zum Assist und ich krieg direkt so einen richtig krassen Balken plus. Then they didn't make the changes they should have to get out of it. Didn't make any good adjustments there. There's a screen. Here's Barea. Another miss by Barea. He's not necessarily a strong inside presence, but he needs to polish those chances off. Oh gut. Oh Gott. Das wäre ja schlimm, wenn er jetzt reingegangen wäre. Aber den Layup, den hätte ich machen müssen, ohne Scheiß. Und die Girls wieder am Dancen. Okay, jetzt bin ich wieder draußen. Jetzt können wir wieder vorsimulieren. Gegen Devin Harris diesmal. Als Point Guard. Mit Corey Joseph zusammen. It's interesting that the Mavs almost exclusively built through free agency. Now they make draft picks, but they always seem to have a hand in free agency come July. Setting the floor for the Hornets. Sehr schön. Aber wir führen mit 9 Punkten. Cody Zeller gerade mit den Punkten. Here's Harris. Oh, ja, das sollte ich nicht machen. That's his first foul of the game, and the bonus will go to the free throw line. Das ist natürlich doof. Komm mal bitte ein Pick. Nicht passen, wenn du nicht werfen kannst, dann pass auch einfach. Kannst du auch machen.
Oder werf so, dann mach's so. JJ Barea wieder hier am Ball. Parsons outside. Wright sets a screen for Parsons. He feeds it to Aminu. Harris outside. Barea dishes to Harris. Barea ist nicht so der Scorer-Typ. Dafür Devin Harris umso mehr. Sollte jetzt wieder was. Vonleh. Is coming off a 13-point game against Oklahoma City. And Joseph kicks to Jefferson. 9 feet out. Again, the Hornets score. It looks like he's finding his touch now because the shots are starting to fall. Mavericks trail by nine. Ja, das ist immer gut, wenn die anfangen reinzugehen. Das ist wohl wahr. Und jetzt hier Devin Harrison Ball. He's got six. And it's Aminu in the corner. Ja, Henderson, den darfst du auch nicht so frei rumstehen lassen, mein Freund. Henderson, ne? Boy, that's a really nice feed by JJ Barea. Shoots from the high post. That's short off the rim. Ja, ich muss was ändern. Ich habe jetzt nichts richtig gemacht, in Anführungszeichen. Ja, ich habe nichts hinbekommen so richtig, außer, naja, nichts. Okay, guys, let's focus and get down to business. Now, here's a few things I took away from the first half. Nice energy you showed defensively. The steals kept coming. I want you guys to have that same nose for the ball in the second half. Don't be afraid to take a few chances, even if it means risking a foul call. Our offense in the paint was a positive. Our entry passes were sharp and you showed off some excellent post moves. Really nice footwork down there. And a point of focus has to be offensive rebounding from now on. I'm not as worried about our transition defense as I am about us missing out on second chance points because they are there for us. We've been treading water for too long in this game and letting them hang around. Let's get this going. Get fired up! Yes! Get fired up! It's been a back and forth game so far. No ground given through the first half. Third quarter starting now. Look at Al Jefferson. Guck mal, was Kemba Walker hier macht. I loved his approach, guys. He came out aggressively. He doesn't back up. The teeth of the defense and either got points at the rim or drew fouls. Most of the time he's been drawing fouls. He's got the free throw total to show for it as well as a few nicks and bruises. Kit Gilchrist auf Stevenson wieder. Der zieht rein, der muss reinziehen, ja genau, und jetzt rein, und jetzt, genau, und... Ah gut, ja, sehr schön. Ja, das fand ich auch. Wir führen immer noch mit 9 Punkten. Kemba Walker jetzt hier am Ball. Ah. But Al Jefferson is a throwback player. He said, you know what gets me going? When I spin to the baseline real quick, get you off your feet, go under you and throw it up fast. That's better than anything. Jetzt werden wir eingewechselt. Wieder in der Auszeit jetzt. Ja, get hyped wieder. Rast komplett aus. Und ich komme rein. Wieder gegen Raymond Felton. Und jetzt sollte ich mal was zu, anfangen zu produzieren. Gerald Henderson, he's checked in for Lance Stevenson, and it's Doc in for Walker. They get it back, Jefferson, and terrific. Gott sei Dank Jefferson, unser Mann. Jefferson's got the lead up to 9 now for the Hornets. Spielen hier in Dallas, das heißt, wir sollten vielleicht auch uns was Schönes holen. Am besten einen Sieg. Gott sei Dank kann Tyson Chandler keine Dreier werfen. Sonst wäre er jetzt gefährlich gewesen. Powerless is a good way to put it, Steve. We're unlikely to see that many uncontested baskets again anytime soon. And he gets it to go. Monta Ellis. Shooting, they bounced back here in the second half and picked up their shooting percentage quite nicely. Well, despite his 6'3 height, Monta Ellis is at his best operating from the mid-range in. Was war das denn? Aber gut, ich krieg einen Assist. Das ist das, was ich will. Outstanding touch around the rim. Mavericks trail by 9. And here is Felton. He has 7.
Nowitzki sets a screen for Felton. In the corner, Parsons with it. Parsons. Shot clock at six. Chandler Parsons. High arcing shot. Here's Chandler. And they Sehr gut. Have chances, two offensive rebounds, but they still come up empty. Here's Neal. A chance to extend Neal, the Gary Neal. Digits, but it's no good. Three on three. Here's Parsons. And that comes off the assist by Raymond Felton. Felton has got his third assist on the night. Charlotte leading by seven. Here is Doc. Right now averaging 7 points a game. Kid Gilchrist, a screen on Felton. Doc the pass to Kid Gilchrist. Here's Doc. Sehr schön, gutes Raumspiel, gute Wurfauswahl. That's how to orchestrate for your teammate. Terrific pass. The Mavericks have gotten half their shots to drop in the second half, up to this point going 7-14. Felton attacking. Hornets with the rebound. This has not at all been the kind of performance they've needed out of him. Here is Doc. 5 points in the game. Okay, okay. Mit dem Blockstein älter fassen. Down to five on the shot clock. And two free throws. Foul, Raymond Felton eindeutig foul gezogen. Meine Güte. Krasses Foul. Hab ich eine Verletzung? This is his first free throw of the game. Sehr gut, Freiwurf verwandelt, etwas zu spät, aber gut. Ich meine, das interessiert ja keinen. That one is no good. Here is Barea. He's been patient so far, nothing yet on the scoreboard. Here's Harris. No good on that last second attempt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 10 Punkte, das ist ja schon mal was. And do not go away as we'll be back in just a few moments with the start of our fourth quarter coming up next. And let's take this chance now to show you the State Farm assist of the game. Okay, wer ist assist of the game? He shows you just what a well-rounded guard he really is. Kind of a combo guard, even though he's listed as a shooting guard. Really a diverse offensive skill set. We're almost seeing more What? Guys that have point guard skills can play. Ach komm, ey. Und 5 Punkte. 3 Minuten noch zu spielen. 3 Minuten 20. Ellis has checked in for Al Farouk Aminu. And it's Felton in for J.J. Barea. And then for Charlotte, Kid Gilchrist has checked in for Henderson. Da macht man jetzt Punkte. For Lance Stevenson, setting the floor for the Hornets. Kid Gilchrist and Bonley at the forwards. Gary Neal is out there with Kemba Walker. Sehr gut, Gary. Gary Neal. Kemba Walker. Wo will ich das sehen? Get hyped, ja, schön. Gary Neal abklatschen. Walker abklatschen. Mavericks making a switch here. Parsons is checked in. And a switch here also for Charlotte. Doc, he's checked in for Walker. A moment to check in with Doris Burke. Doris? Kevin, I was able to listen in on what Rick Carlisle was going over with his team in that last huddle. He told him it's time to fight and take the lead. Let's put ourselves in position to bring it home. Guys, we'll see if they've got what it takes to get it done. Thanks, Doris. Okay, das war ein Foul, das war ein eindeutiges Foul. Ich habe gerade die Luft angehalten, weil wenn das jetzt ein And-One gewesen wäre, dann wäre ich ziemlich ausgerastet. Denn da waren zwei Verteidiger gegen Monta Ellis. Dabei ein großer. Ja. Okay, zwei Freiwürfe sind drin, naja. I think they should keep trying to initiate contact and get back to the line until they start missing from there, but as it is, they're perfect. Scheiße. Da war ich vorbei an Raymond Felton und dann habe ich gesagt, habe ich gedacht, ja gut, dann gehst du auch vorbei. Chandler dishes to Felton. On the wing, Ellis. And the layup is good. Oh God. Well, you've got to like the focus that they're showing here in the second half. I see a lot more effort as well. I mean, it's amazing when you lock in mentally
and bring some energy and intensity, things can pick up in a positive way. Was macht... Oh Gott! Vonley! Vonley! Wie auch immer du ausgesprochen wirst. Krass gleich aus. Really been a good, safe stretch of basketball from him to this point. Now, here's Felton. He's covered closely. And it's Ellis penetrating. Gary Neal, sehr schön. Und jetzt macht er, mach ihn rein. Wichtige Punkte. Extrem wichtige Punkte. A swing like that can decide a game. Yeah, I wouldn't be surprised if it does decide this game, Clark. That's a huge swing there. Outside Felton. Chandler is screened. Felton the pass to Parsons. Das ist ja nicht mehr normal. Outside Felton. Nowitzki outside. Six on the shot clock. And Dallas again with the bucket. Mit zwei Punkten, Gott sei Dank. That's essential if they're gonna pull this game out. Hornets leading by three. Outside Kid Gilchrist. 119 left in the game. They set the pick. Here's Doc. Naja, ob der easy war, das frage ich mich gerade echt, aber gut, der ist drin, das reicht mir. Felton mit dem Ball. Pass to Ellis. Ellis, left side. Ellis, left side. And no good. Trying to use the glass. Okay, ein blöder Block. 43 seconds left in the fourth quarter. Here's Doc. Now the feed to Kid Gilchrist. And the rebound goes to Nowitzki. Dallas has gone 0-3 so far in the fourth quarter from long range. Ellis with it. Jefferson picks him up. Offensive rebound. It falls. Scheiße. Naja, das war echt mies von mir. And my goodness, that one got him going. Did it ever? They're on cloud nine. Jetzt werde ich gefoult. Yeah, you gotta freeze the clock. That's the enemy in this situation. A few misses at the line and they're in good shape. And so they foul intentionally. Okay, ich druck und. Wieso treffe ich den nicht? Aber wenigstens der zweite ist drin. Das können sie zumindest schon mal nicht in Führung gehen. Oh. Well, I think he kind of alligator armed that one. Ausgefault Raymond Felton. After doing a nice job to get open, he didn't finish the shot. He can't be happy about it, but honestly, at this point, the game's probably out of reach anyway. He doesn't hit the first. Oh Gott. He's the one they really want. He's got one more though. And he ends up missing. Ey, ich bin so schlecht. Hornets Ball. Sehr gut. Wurf in letzter Sekunde noch drin, sehr gut. Da kriege ich wirklich noch ein paar Punkte. Der geht auch noch rein. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Krasse Scheiße. Aber trotzdem haben wir gewonnen. Gegen Dallas, sehr gut. Wichtige Punkte. War jetzt auch nicht die krasseste Mannschaft. Well, Al, this was a game where you guys seem to have a distinct advantage inside. How do you evaluate how well the team played as a whole? We made some mistakes, you know, that made us play. But we just kept pounding the ball inside, and, you know, we outmatched them on the inside, so that's what we did, and we came out with the victory. You've always got to play through your mistakes. It'll turn around eventually. Al, thanks for the time. All right, Doris, thank you very much. Thank you for joining us for this presentation of NBA Basketball on 2K Sports.
for Clark, Stephen Doris, and the rest of the crew, Kevin Harlan saying, see you next time. Punkte 11, ein Assist, 4 von 7, ordentlich Leistung. Ja gut, aber gut, ja, reicht mir. Ja, bester Spieler war Al Jefferson. Ja gut, mag sein. Ja, genau, bitte auf den 2K Sports Server laden. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein Spiel machen. Und dann, ja, höre ich auf für heute. Ich habe heute auch nicht so viel Zeit. Irgendwie wird aber reichen. Muss ja noch viel rendern. Und noch hochladen überhaupt erstmal. Und ich habe jetzt schon mal so einen Grundstock sozusagen. Das ist schon mal gut. Just because.